Wir waren bei einem Deutschlandspiel live im Stadion vor Ort. Und zusätzlich dazu war es mein erstes Mal im Stadion und es war absolut krank. Wir sind dumm und dämlich gegangen. Alkohol ist schlecht, macht das auf jeden Fall nicht nach. Es war natürlich alles nur Apfelsaft. Wenn ihr sehen wollt, wie wir komplett eskaliert sind und Sven als Millionär aus dem Stadion rausgegangen ist und irgendwie noch in einem Interview gelandet ist, dann schaut das Video jetzt an. Hashtag Influencer raus aus dem Stadion. Sei nächstes Mal live dabei. Hey Moritz live. Freunde, wir sind live bei unserem ersten EM-Spiel. Ich habe absolut Bock. Weil wir dürfen auf dem Teil eigentlich gar keine Kamera hier drin haben. Das heißt, wir brechen heute die Regeln. Wir brechen die Regeln. Leute, das erste Mal im Stadion. Wir sind da, Leute. Ich habe absolut Bock. Freunde, wir sind drin. Geh mal lieber. Hast du Bock? Ey, geiles Trikot, Bro. Moin. Es gab noch einen Stand von den Top-Sammelkarten dort. Man konnte dann seine eigene Fußballkarte erstellen. Okay, ich will wissen, wie ich als Fußballkarte aussehen würde. Mein Name ist Thomas. Mit der TH, genau. Jetzt. Warte mal, ich mach so. Ja, let's go. Yes, Leute, guckt euch meine Karte an. Hier, Thomas, Freunde, da bin ich. Thomas auf die 1. Gib mir ins Stadion rein. Mal ist nur einmal im Jahr. Wurst auf die 1. Sieht die Reue nicht aus, Digga. Was ist das für eine Wurst? 9 Euro. Was? 9 Euro, Digga. Geh da mal rein. Einmal genießen, Bro. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krank dieser Moment für mich war. Ich war noch nie in irgendeinem Fußballstadion und es war so eine kranke Stimmung da drin. Ich hatte mein schönes Check24-Trikot an für 0 Euro. Aber Levin hatte gar kein Trikot dabei und das geht natürlich gar nicht. Und wie fühlt es sich an, 170 Euro ausgegeben zu haben, ne? Das ist echt jetzt so. Jetzt brauchen wir 6 Bier. 60 Euro für 6 Bier. Let's go. Oh, es geht los, Freunde. Ja, was ist das für eine Stimmung hier? Oder wie krank? Und bevor jetzt jemand hier rummeckert, dass ich die ganze Zeit da filme, viele meiner Zuschauer haben nicht das Privileg, einfach da im Stadion zu sein. Deswegen wollte ich die komplette Experience auf meinem Twitch-Kanal livestreamen, damit ihr das mit mir erleben könnt. Es werden immer Leute meckern, also naja, wen Jungs. Hey! Alle, alle, alle! Rote Karte! Ah! Gib mir rot! Leute, ich verarsche jetzt Johannes, okay? Ich frage jetzt Johannes, ob wir die Weißen sind. Wir sind doch die weißen Spieler. Und er wird komplett ausreden. Ey, Johannes! Wir sind doch die Weißen, oder? Die Weißen vom Trikot. Nein, wir sind die Lilanen. Was? Die Lilanen. Ja, ich dachte, du rastest jetzt komplett aus. Ich bin Levin gerade auf Ernst gefragt. Ernst am Anfang gefragt. Nein, nein! Wovon? Thomas auf die 1! Thomas auf die 1! Ah. Der Typ rechts neben hat so keinen Bock drauf. Er denkt, wir sind komplett verrückt. Wir reden hier in ein Handy rein. Das Feld kann ich nicht zeigen, Freunde. Wegen lizenztechnischen Gründen. Nee. Besteh auf! Richtig! Ist doch kein Verbrechen! Okay, Deutschland schießt sein Tor! Levin, du weißt, wofür es jetzt Zeit wird. Der Erste muss geäxt werden! Und der Zweite auch geäxt! Schwarz, nein, dann muss ich auch geäxt. Ale, ale, ale! Was ist das hier? Ich fühle mit meiner Eltern, die konnten nicht hier sein, deswegen bin ich mit denen telefonieren. Damit die mit mir dabei sind. Der arme Mann. Wollen Sie meine Mutter grüßen? Alles gut. Alles gut? Kennen wir? Nee, nee. Jetzt schon. Jetzt kennen wir uns. Ich bin der Moritz. Hallo. Ich bin Moritz. Wie heißt du? Jocke. Ja. Eine Uhr brauchst du jetzt zu ihm. Oh, eine Uhr. Oh. Das erste Mal heute haben wir mal gewettet mit Geld. Ja, wir haben eine Geldwette gemacht. Das heißt, wenn es 2-1 ausgeht, haben wir Geld gewonnen. 500 Euro haben wir gewonnen. Dann. 500 Euro gewinnen wir, wenn es 2-1 ausgeht, Freunde. Endlich haben wir es mal. Da haben wir es geleakt. 2 Apfelsaftschorlen. Da sind wir schon gut angekommen. Aber die Reihe hinter uns hat uns dann die ganze Zeit immer mehr Bier Apfelschorle ausgegeben und es wurde immer schlimmer. Egal, er gibt uns aus, Bruder, er spendiert. Wie jetzt? Ja, er spendiert. Bester Mann, Digga. Ja, er gibt aus. Bro, was ist denn? 40 Euro, Bro, er hat ein Real Donate. Bruder, er hat uns einfach Donate. Bester Mann, live Donate. Kennst du Marc Gebauer? Ja, klar. Marc Gebauer kennst du? Oh, oh! Come on! Oh! Oh mein Gott, er macht Backflip, Digga, was ist das für ein Ding? Oh! Ja! Du bist zurückgenommen, nein! Überprüft! Nein!
Nein. Ja? Das ist Kamaras, Bro. Was? Ja. Wie bei was geht, Digga? Mein Lieber. Nein. Was sagst du? Wie geht's aus? Wie geht's aus? Deine Prediction. 3-1 habe ich getippt. Mir ist gerade so schwindelig geworden beim Tor. Ich habe schwarze Augen gesehen. Kann man euch denn gucken? Bei Twitch. Wo denn genau? Wir haben 5000 Live-Zuschauer. Ehrlich? Ja, sehr gerne. Willst du dich mal grüßen? Deutschland! Ja! Ich finde, er hat einen sehr schönen Kopf. Sehr schönen Kopf. Was sagt ihr zu seinem Kopf? 1 bis 10? Sehr schöner Kopf. Machen wir mal die nächste Runde. Genau, wir hier. Ach, es hört nicht mehr auf. Es hört nicht mehr auf. Es hört nicht mehr auf. Vielen Dank. Warum seid ihr so nett? Ihr seid echt die Besten, wirklich. Wenn ihr wieder ein volles Bier habt, ist das herrlich oder ist das herrlich? Ist das herrlich? Ist das herrlich? Also wirklich, die Stimmung hier ist geisteskrank. Geisteskrank. Jonathan Tah am Ball. Das war eine hitzige Diskussion hier gerade. Toni Kroos in der Mitte. Super. Er macht es hervorragend. Er spielt, als wäre er schon, als hätte er die Champions League gewonnen. Johannes, der Typ, der sagt so, ja, ich hätte Fußballprofi werden können, aber leider ist die Kugelscheibe abgebrochen. So einer ist Johannes, Digga. Genau so einer ist er. Und jetzt kam so ein Moment, dass er im Stadion sieht alles ganz anders aus als im Fernsehen. Der Ball ist einfach an die Seite des Tors gegangen, aber alle dachten, das wäre ein Tor gewesen. Guck mal, wie alle ausrasten. Oh, oh. Oh, yeah! Oh, warte mal, was? Warte mal, warte mal, warte mal. Nein! Was war? Den Tor, was war? War es kein Tor? Nein. Was? Nein, war daneben. In Real Life sah es aus wie ein Tor. Real Talk. Hey, Gab, let's go! Let's go! Mein Sohn verrückt. Er liebt euch. Was denkst du, wie wir jetzt heute stehen? 4-1. 4-1, das glaube ich auch. Was sagst du, wie wir jetzt heute stehen? 3-0. Wie wird es heute ausgehen? 2-1. 2-1, okay. Wenn 2-1 ausgeht, dann würde ich mal meine Glatze rasieren. Okay. Ja, mach das. Hey, geiles Selfie, Bro. Yeah, geil. Hast du gesehen, wie er sein Bild gemacht hat? So geil. Eine Frage an Sie. Was denken Sie, wie geht das Spiel aus? 2-2. 2-2, wirklich. Der ist ja optimistisch. Hey, zweimal hält besser, ne? Hä? Doppel hält besser, sagst du? Ich will leider einen kleinen Zoll abnehmen. Ein Bierchen. Leider nicht. Das Spiel ging dann 2-0 aus für Deutschland und die Stimmung war grandios. Sag ich ganz ehrlich, ich kann hier nicht mehr viel reinstellen. Die haben nur rumgeschrien da. Aber danach musste gefeiert werden und es ist einiges passiert. Wir sind auf jeden Fall völlig eskaliert. Im Spiel kann ich nur 3 Sachen sagen. Geil und... Supergeil. Ja! Lassen gehen nach Hause. Ja! Die ganzen Leute haben auch ihre Pfandbecher einfach liegen lassen. Sven ist dann einfach durch die reingegangen, hat die alle aufgesammelt. So viel Geld damit verdient. Für den Pfand oder was? Ich habe auch ein kleines Geschenk für dich, mein Lieber. Ja! 3 Euro pro Becher. Was? Zeig mal, zeig mal. Ich komme in Deutschland, Trikot davon. Hey Leute, Sven gibt es in den Becher ab. Ich kann es nicht mehr. Komm mal, 30. Ja! Ja, 90 Euro! Nein! 3 Minuten Arbeit. Das ist crazy. Ja, ich verdient heute. Nein! Sven hat den Fernseher, ich glaub's nicht. Wie hoch sind die Odds, dass du jetzt diesem Mann einen Arschbowl gibst? 10, dass du ihm einen Arschbowl gibst, okay? 1, 2, 3, 6. Nein! Ich bin hier gerade beim Taxi, wir fahren jetzt gut nach Hause. Kommen wir gut nach Hause, ne? Ah, genau, die kommen gut nach Hause. Live dabei. Hey, Moritz live.